Hallo Leute, schönen guten Morgen aus dem schönen Kloster Mansfeld. Ich bin Thomas und ich grüße euch und ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Bis denn. So, da bin ich wieder. Jetzt werden wir mal schauen, wer hier noch so alles rumkreucht und fleucht und mir meine Mahlzeit vorbereitet. Mal schauen, ob hier schon irgendeiner da ist. Ach ja. Ich glaube, ich habe einen gesehen. Kaffee ist schon fertig. Kaffee ist wichtig, weil ohne Kaffee, Leute, geht gar nichts. Ab 5 Kaffee geht erst was. Bis denn. Frau Reichmann, wo ist mein Kaffee? Beweg dein Hintern hier hinter, dann kannst du ihn trinken. Frauen. So, da ist er, mein Kaffee. Weil ohne Kaffee geht gar nichts. Man bedachte die Tasse. Dachte. Man betrachte die Tasse. Oh Mann, ey. 150 Mal üben, nichts geht. Prost. Oh, lecker. Ohne Kaffee geht nun mal halt nichts. So, da ist er. Mein Kaffee. Man beachte die Tasse. Und man wird es nicht glauben, er ist hintergekommen. Guten Morgen wünsche ich Ihnen einen schönen guten Morgen. Jetzt werden wir gerade beliefert von unseren Haus- und Hoflieferanten, den besten Lieferanten der Welt. Mal sehen, ob der auch so. So. Moin, meiner. Oh, was machst denn du? Er hat sich die Haare gegelt. Tommy, ich muss, meiner. Mach's gut. Er will nicht online. Egal. Oh mein Gott. Stahlgruber. Wieso sehe ich scheiße aus? Das sieht scheiße aus, wenn du so gekünstelt lächelst. Na, bist du doof? Das sieht aus wie eine missglückte Operation. Ich kann dir sagen, der Vater hat mich falsch gebumst, oder? Sind die Gene. Ich hab Oh. gesteuert, dass er. Hier geht was los, ey. Hier sind wir jedenfalls im richtigen Film, sage ich euch, Leute. Wir werden jetzt öfters Videos drehen, kurze Szenen von uns, wie der Alltag so bei uns abläuft. Ein bisschen mit Spaß und ein bisschen Ironie ist klar, muss dabei sein, weil das Leben ist eh schon so bescheiden. Und naja, wir wollen es euch ein bisschen versüßen. Ein kleines Lächeln auf den Mund zaubern und vielleicht klappt es. Wenn ihr meint, das ist cool, Daumen hoch, abonniert uns und wir sind dabei. Bis später. Hallo Leute, guten Tag. Ein neuer Tag, die Sonne scheint, Arbeit ohne Ende. Wir stehen vollkommen komplett auf dem Kopf. Ich habe mir mal eine Frage gestellt. Vielleicht könnt ihr sie mir beantworten. Habt ihr schon mal eine Mechanikerin gesehen, die Reifen montiert und? Vielleicht stellt ihr euch die Frage, nee, nicht so richtig. Ich bin stolz, in unserer Firma so eine Mechanikerin zu besitzen. Und die macht ihren Job ja richtig geil. Sieht auch noch gut aus. Vielleicht was für euch Männer. Man hört es schon. Vielleicht werden wir sie auch spähen. Ich werde mal gucken in die Werkstatt. Unsere Werkstatt. Drei Bühnen. Und wen sehen wir da? Die Frau. Die Tina. Ein Wahnsinn, oder? Habt ihr schon mal eine Mechanikerin gesehen, die Reifen wechselt?
Stellt euch mal die Frage. Da jetzt, liked. Vielleicht gibt es mehr Videos von ihr. Mal sehen, wenn ihr das wollt. Tschüss, euer Thomas. Bis denn. So, Klappe die dritte. Jetzt kommt mein weltbester Mechaniker. Und der mir sehr, sehr oft geholfen hat. Einer der besten Kumpels, muss ich dazu sagen. Ich will ihn überraschen. Und 1, 2. Ja, wie wird er aussehen? Na, kommst du mal. Er will nicht ins Der ist genauso scheu wie die anderen alle. Vielleicht habt ihr ihn erkannt. Aber nur vielleicht. Guten Morgen, Frau Reichmann. Sie sind ja auch schon da. Ich war eher da als du, du Kacknase. Oh. Ich war seit 7 da. Seit 7? Habe ich hier irgendwo eine Uhr? Naja, egal. Wir müssen durch den Tag starten. Bald geht's los. Wir haben Reifensaison. Naja, ihr wisst selber, was muss, das muss.